Okay, und ihr habt jetzt auch eine Vorband, habt ihr die selbst ausgesucht oder sucht ihr generell Vorbands? Werden die von euch ausgesucht, vom Management oder wie sind da die Kriterien? Alles zusammen. Okay. Also in diesem Fall ist es jetzt eigentlich eine Band, die jemand, also nicht unser Hauptmanager, sondern sein, sagen wir mal, sein Co-Manager, der managt diese Band. Und wir haben nichts Gescheites gefunden und der kam dann mit dieser Band. Wir haben reingehört von uns gut und haben, ich denke, wir machen der Band einen Gefallen, wir tun den Typen einen Gefallen und die Band spielt gut, also sind alle zufrieden. Habt ihr sie vorher jetzt auch schon gut kennengelernt? Ja, gut ist übertrieben, also die Zeit wird knapp und ich muss ehrlich sagen, nach 2,5 Monaten auf Tour kommen wir sehr knapp zur Halle. Also wir sind nicht schon morgens um 10 in der Halle und warten, bis abends um 9 ist, sondern wir kommen wirklich aufs Essen hin, Essen, Interviews, Vorbereiten, Umziehen, Einspielen, Bühne, Aftershow-Party, Bier trinken, schlafen. Also dazwischen durch haben wir sie so 2-3 Mal beim Vorbeilaufen. Weil meistens sind die Garderoben im gleichen Gang. Ja. Und also wenn sie zurück vom Konzert kommen und wir gehen auf die Bühne, sagen wir so, hallo, wie geht's? Und dann sind wir schon weg. Aber nicht die Jungs. Nicht die Jungs, absolut. Und jetzt eine persönliche Frage. Der Feier übrigens heißt. Schenkt ihr euch innerhalb der Band jetzt was zu Weihnachten? Innerhalb uns gegenseitig? Genau. Viel Liebe? Nein. Nein, bis jetzt habe ich keine Geschenke gekriegt. Aber vielleicht gibt es noch welche. Und ich selber habe eigentlich so schon genug zu tun mit meinen Geschenken zum Einkaufen. Wenn es noch 4 mehr sind, dann wird es langsam schwierig. Schon alle Geschenke besorgt? Noch nicht alle, eben deshalb. Also die Zeit ist knapp, sehr knapp. Langsam. Und wo verbringst du Weihnachten? Bei der Familie wahrscheinlich? Familie, ja, absolut. Zuerst 2 Tage bei meinen Eltern und Bruder und dann mit der Freundin am Abend. Und Silvester? Ich bin umziehen, also ich bin immer noch auf Tour. Ziehe noch vor Weihnachten um. Das ist schlecht. Und dann muss ich jemanden einrichten. Also Silvester, keine Ahnung. Schauen wir mal. Aber sonst verbringt ihr schon sehr viel Zeit innerhalb der Band, also auch außerhalb der Band. Ja, ja, absolut, absolut. Also wir suchen uns nicht, dass wir, also wir wissen schon, was machen im Leben, auch wenn die Band nicht da ist. Aber man geht gerne miteinander eins trinken, man geht gerne zusammen essen und so. Habt ihr irgendein bestimmtes Ritual vor dem Konzert? Ja, haben wir. Da kommen wir alle zusammen, halten die Hände in die Mitte und dann wird ein Wort 4-mal ausgesprochen und dann ist es dann was. Ein geheimes Wort, oder? Du, wenn du gut hörst vor dem Konzert, hörst du es vielleicht. Jetzt, was du es weißt, oder? Werde ich das? Es ist nicht ganz jugendfrei. Auch und so. Kurz. Und 4 Buchstaben. Also es ist relativ einfach zum herausfinden. Und es ist nicht love. Ja, ich kann okay, denken. Alles klar, gut. Dann so ein kleiner Jahresrückblick. Wie war denn das Jahr jetzt, Gotthard, wie war das für euch 2009? Ich würde sagen, bis heute super, absolut hammermäßig. Viele gute Konzerte, wir sind zufrieden mit der Platte. Die Platte ist besser gelaufen als die letzten zwei. Ja, sie war auch sehr gut, also sehr bekannt für Deutschland. Absolut, Top 10 und Platz 8, genau. Und für uns super, also die Band verträgt sich nach 2,5 Monaten auf Tour sein immer noch gut. Das ist eigentlich die beste News von allen, weil... Es könnte schnell geschehen, dass irgendwie halt nach 2,5 Monaten. Gab es schon viele Schwierigkeiten? Auf dieser Tour fast nichts. Die vorletzte, die letzte war ein bisschen schwieriger, sag ich mal. Aber wir haben uns aufgemacht. Welche Gründe hatte das? Puh, das weiß ich nicht mehr. Okay. Es gab 2-3 Tage, wo nicht jeder jetzt nur Friede, Feuer, Eierkuchen. Also man hat schon ein bisschen, ja, vielleicht das, so der Maulecken ein bisschen runtergezogen. Kann geschehen. Und wie lange geht eure Tour jetzt noch? Wo seid ihr als nächstes? Heute Morgen. Also heute Wintertour und morgen in Bar. Ja. Dann ist fertig bis Februar und dann gehen wir in Skandinavien. Mitte Februar. Zuerst mal machen wir das fertig. Feiern Weihnachten, Silvester und dann schauen wir weiter. Ich gehe noch ein, zwei Mal Skifahren und dann weiter. Habt ihr denn zukünftig noch irgendwas Bestimmtes vor Richtung Musik? Also gibt es da irgendwelche Überlegungen, die ihr schon habt? Pläne? Gibt es, ich muss ehrlich sagen, nichts Konkretes. Also das Allerwichtigste eigentlich ist für uns die Festivalsaison nächstes Jahr, dass wir dann wieder Festivals im Ausland spielen, wie Portugal, was gesehen, England, Spanien, Frankreich. Also mal wirklich da nochmal alles abgrasen, wenn ich das so sagen darf. Ist das so ein Wichtiges, was für euch jetzt besonders wichtig ist? Wenn ich was wählen könnte, würde ich sagen, möglichst viel Spanien, Frankreich, England, Deutschland natürlich auch. Schweiz ist hier sehr präsent, da müssen wir nicht unbedingt. Es gibt nur 2-3 Festivals, wo wir gerne spielen würden, wie das Paleo Festival in Lyon, weil das in der Westschweiz ist, aber ich habe noch nichts gelesen. Schauen wir mal. Okay. Gut, ja. Dann vielen Dank fürs Interview, danke für die Zeit. Gerne geschehen. Und ja, viel Spaß beim Konzert.